soll ich das denn machen, bitteschön? Also gegen sowas kann man nicht ankämpfen. Die tauchen auf einmal hinter einem auf. Hammer, ey. Ja, Wachen zu mir, da haben sie mich schon wieder gesehen, alle. Eine Woche Whisky für den, der ihn tötet. Jetzt hab ich dich. Passt auf, hier. Feuer. Ja, ich mach das jetzt mal hier mit den Ratten. Ja, klasse. Das häng ich hier oben fest. Jetzt halte ich da mal ein paar Armbrustbolzen rein. Das gibt doch nicht. Das ist doch echt ein Scherz, ne? Keine Sorge, ich hab dich schon. Sag's. Wer ballert denn jetzt noch? Brauchen wir Männer! Sucht überall! Ha! Wo ist der hin? Dieser dreckige. Umzingelt ihn! Nimm Waffen! Zu mir! Wie umständlich, echt wie umständlich. So, er ist jetzt noch hier. Hier unten feiert auch noch einer. Da auch noch. So. Jetzt hoffe ich mal, dass die Schwachmaten genug haben. Ja komm, fress den auch noch eben auf. Hier, oh. Jetzt habe ich mal locker Munition verballert. Da ist mein Ziel. Ja, war ja ein super satter Einstand, muss ich sagen. Was ein Schwachsinn, du. Haben wir denn hier irgendwo Beute? Bolzen. Ganz wichtig. Sonst haben wir nichts, ne? Golden Cat. Leere Flasche brauchen wir nicht. Wie? Schon wieder? Nein! Hilf mir! Ich könnte dich ja jetzt töten, ne? Ich lass sie mal leben. Ich soll die Hel- eigentlich lassen. Ich brauche Hilfe. Oh nein. Ich werde. Da bist du ja. Zack, in den Schädel, so. Mistvieh. War hier noch irgendwie was? Den könnte ich ja eigentlich mal nehmen. Das ist ein Knochenartefakt. Nee, da sind mehrere. Erste Etage. Da oben ist auch eins. Wenn jetzt gleich hier wieder ja, Wache kommt, dann habe ich wieder nichts zu lachen. Büro. Da, da ist das Büro. Büro der Madame. Die Pendletons sind wieder hier. Reich und größtenteils. Ich schreien die jetzt nicht, die beiden. Morgen ist doch jemand. Kann mir denn niemand helfen? Helft mir!
Oh, das kann doch nicht wahr sein. Du wirst bluten, Schwein. So, hier unten ist weiter nichts. Hilfe! Ich hab dich doch getötet, oder? Schön die Schnauze halt, Mädchen. Da geht's ja noch weiter nach unten. Ja gut, aber wir wollen ja nicht nach unten. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal die Treppen hoch. Das jetzt ausrüste, dann habe ich da einen dann gehe ich doch natürlich erstmal hier rechts hinein. Gucke mal, wo ich das Ding finde. Ach Gott. Ist die Rune draußen? Büro der Madame, soll ich jetzt erst die Rune holen? Nee, das mache ich auf dem Weg zum Dampfraum. Muss ich ja sowieso noch mal hin. So, lautlos getötet. Da, den Schlüssel. Den Schlüssel brauchte ich. Ansonsten noch irgendwas? Generalschlüssel der Golden Cat. Okay, den haben wir jetzt von der alten Abklungsdame. Emily, du suchst das Büro der Madame, um Emilys Aufenthaltsort herauszufinden. Jetzt haben wir da Kurtisanenschlafraum, da den Dampfraum. Ja, ich glaube, ich gehe erstmal in den Schlafraum. Bin ich da jetzt so einfach hoch? Ne? Was haben wir denn hier noch? Lesen bildet, aber wir wollen uns jetzt nicht bilden. Mieser dreckiger Abschaum. Oh. Was denn, wenn ich so einen Schlafbolzen nehme und den dann versteche? Mache ich das so und so. Nice. So, da haben wir jetzt eine Rune. Ja, sing du mal, mach du mal lololo. Ich mach dich dann mal platt. Da muss es also noch eine Etage nach oben gehen. Ein bisschen komisch hier alles irgendwie, was? Weiter, also muss ich auf jeden Fall hier durch die Tür. Ich sagte ihr doch, die Kinder nicht rauszulassen. Ich sagte es doch. Die Pendletons sind hier. Du sollst doch deine Kinder rauslassen. Oh nein! Hilfe! Zu den Waffen! Oh, nee. Umzingelt ihn! Wie? Was? Jetzt hab ich dich. Fluss landen! Schenk ihn hier! Ey! Ich hab genug, ich hau ab. So, jetzt haben wir Kugeln. Oh, die
Bolzen. Etwas stimmt hier nicht. Ne, die Kumpels, die sind alle tot. Junge, alle. Die sind alle hinüber. Morgen wird die ganze Nacht da drin sein. Mehr Sold für uns. Auch wenn es mehr wäre, wenn sie nicht für Prostituierte ausgeben würden. Mein Cousin arbeitet in der Mine. Die Sklaven haben sehr tief gegraben. So. Nein! Oh. So, Kopf ab. Puh. Aprikosentörtchen. Ganz genau. Sie besagen, dass die Konservativen 3 zusätzliche Stimmen erhalten. Aber nicht im Monat. Ich kann dich hören. Zack, reingekommen. Oh, hier die Ische auch kurz abgezachelt. Da liegt da wie keine Kiste. Und dann war gut, habe ich gemacht. Jetzt noch in den Kurtisanen-Schlafraum. Hier ist der Schlüssel. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Hier ist so nichts mehr los. Kann ich mich eigentlich auch wieder verdüsen, ne? Haben wir hier irgendwo irgendwas? Ja, hier haben wir nur Ratten. Was haben wir denn da? Draht. Sonst haben wir nichts hier. Werkzeug. Dem komisch anmutenden Ding kann man nichts machen. Ne. Warum patrouilliert hier denn keiner? Weil die alle tot sind. Boah, direkt die Rübe ab. Wo? Nein. Boah, jetzt geht das wieder los. Ich will gar nicht kämpfen. So, jetzt können wir bei dem eigentlich direkt weiter fressen. Meine fetten Ratten. Lass die einfach mal liegen. Hau mir jetzt hier nur so ein paar Aprikosentörtchen rein. Junge, Junge, das war ja knapp, ne? Ich lade halt mal lieber alles auf. Ja, wie gesagt, also jetzt hier Treppe hoch. Hoffe ich mal, dass das stimmt. Was geht da drüben vor? Attentäter! Oh. Ich auch immer so viel Krach machen muss, ey. Der Kurtisanen-Schlafraum. Ja, wäre cool gewesen, wenn es da eine Türe gegeben hätte. Das hasse ich so an dem Spiel. Echt, da kann ich mich dran erinnern, das fand ich auch beim ersten Mal nicht so pralle. Rennst hier rum und suchst den Doofen. Können wir eigentlich nochmal hier rausgehen? Wer ist da? Oh, bitte. Nein, 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 nein. Oh, wie er guckt. Curtis Pendleton. Der wurde gar nicht angezeigt.
Also wer um Hilfe schreit, stirbt. So, es hat da zwar einen Balkon mit schöner Aussicht. Gehen wir da noch mal hoch. Vielleicht gibt es da ja noch einen anderen Weg. Aber augenscheinlich nicht, ne? Ne. Ja, dann renne ich jetzt hier. Hat ja keinen Zweck, ne? Also das mit dem Pfeil, das bringt ja gar nicht. Ist auch keine Möglichkeit, nach irgendwo nach oben zu gelangen oder. Nee, da. Meine Herren. So, da haben wir schon wieder eine Rune. Heilkräuter, Dose mit Fleisch, das ist auch nice. Da ist sie ja! Emily! Carvo? Ja. Carvo, du bist es! Du trägst eine Maske, um herumzuschleichen, richtig? Sie sagten mir, du wärst geköpft im Gefängnis, tot, wie Mutter. Das scheint so lange her zu sein. Aber du bist nicht tot. Ach, Kind, ich bin ziemlich lebendig. Ich bin zweimal fast entkommen. Es gibt eine bestimmte Tür für bestimmte Leute. Ich zeig sie dir. Und wenn uns jemand aufhalten will, kämpfst du mit ihm. Ja, guter Plan, Kind. In die Richtung. So, jetzt haben wir Emily gefunden. Die rennt schon vor die Gute. Ich denke aber, die Flucht mit der Emily werde ich für meinen nächsten Part lassen. War ja einiges zu tun hier. Ich habe ja einige Leichen geschafft. Und ja, ich hoffe mal, dass es in der nächsten Episode genauso gut läuft und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt sauber und haltet euch senkrecht. Euer Proteus. Ciao.